Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, es ist bereits schon viel gesagt worden und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Dinge eingeschätzt werden und bewertet werden. Klar haben wir einen Maßnahmenplan und klar ist mir auch, dass es sehr schwierig ist, hier zwischen den Ressorts Absprachen zu tätigen. Gerade die Debatte, Herr Schubert, und die Akzente, die Sie eben gesagt haben, haben mir noch mal vor Augen geführt, dass möglicherweise auch dieser Begriff Behinderung, Handicap noch einmal anders betrachtet werden muss. Und vielleicht wird uns das auch gelingen im Bereich der Bewusstseinsbildung. Ich werde am Anfang kurz auch noch mal den Aktionsplan und die nicht fortschreitende Festlegung von Terminen, von Aktionen kritisieren. Aber das zieht sich ja im Grunde genommen durch den gesamten Aktionsplan durch. Wir unterstützen auch, und ich denke, das muss die Landesregierung sich auch ins Stammbuch schreiben, wenn der Bürgerbeauftragte einen Maßnahmenplan so derartig kritisiert, dann muss das auch nicht nur zur Kenntnis genommen werden, sondern ich denke, da muss nachgebessert werden. Das, was den Maßnahmenplan durchzieht, ist eben eine Schwammigkeit beim zeitlichen Rahmen, aber auch Sätze, wie ich zitiere, Anpassung des geltenden Rechts, Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen oder Fortsetzung integrativer Umgestaltungsprozesse. Das sind Wortblasen, Konkretes, darauf warten wir noch. Ich glaube und ich möchte an dieses Ressortübergreifende nochmal anknüpfen. Wenn ich alleine sehe, was in dem Bereich Verkehr steht. In dem Bereich Verkehr steht sofort drin, es ist natürlich nur einiges zu machen und die Barrierefreiheit bis 2020 umzusetzen, sofern es der Geldbeutel hergibt. Wir haben in der Enquetekommission vor zwei Wochen Mobilität diskutiert und da war das Ministerium dort. Und eins ist mir da ganz deutlich geworden, wir müssen wesentlich enger zusammenarbeiten, denn was nützen uns barrierefreie Haltestellen, wenn da nachher kein Zug oder kein Bus mehr langfährt? Also wo sollen Menschen mit oder auch ohne Behinderung? Und ich denke, das ist auch diese Behinderung, die wir häufig im Kopf haben. Wie sollen Sie von A nach B kommen? Was nützt es mir, wenn ich eine Ambulanz habe, die irgendwo ist, wo man ohne Individualverkehr überhaupt nicht mehr hinkommt? Ich denke, hier ist vernetztes, übergreifendes Denken notwendig. Von daher nehme ich den Maßnahmenplan jetzt auch als ein Konstrukt, wo die Ministerinnen und Minister dazu verpflichtet sind, zusammenzuarbeiten. Aber ich möchte auf einen Teil kommen und der ärgert mich insbesondere, weil der hier heute auch so blumig dargestellt wurde, Bewusstseinsbildung. Wenn wir uns mal wieder ins Bewusstsein rufen, wie unser Bildungsminister durchs Land fährt, nämlich mit Vorträgen zum Titel, ich zitiere, warum Inklusion unmöglich ist oder auch Inklusion als Kommunismus für Schule zu bezeichnen oder Inklusion und pädagogisches Scheitern, dann frage ich mich, wie will man ernsthaft Inklusion in diesem Land umsetzen und wie wollen hier Ministerien zusammenarbeiten? Es gibt natürlich auch inklusionsbefürwortende Literatur. Davon hören wir wenig vom Minister und da fördere ich ihn einfach auf, weil da ist es also zum Scheitern eigentlich verurteilt, weil, wie bitte? Also ich rede hier, mein lieber Herr Gundlach, über das, was hier drin steht. Es ist ein Maßnahmenplan und ich finde es bezeichnend und ich finde es im Grunde erschütternd, was hier abläuft. Und kann den Minister, der heute leider nicht da ist, nur dazu auffordern, Inklusion ernst zu meinen und hier nicht dagegen anzugehen. Ein zweiter Bereich, und das ist echt, also das ist der Bereich der Gleichstellung. Es gibt einen Punkt, Frauen und Behinderung. Was dort zu lesen ist, ist Frauen und häusliche Gewalt. Da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also Frauen an sich sind in dieser Gesellschaft, erinnern wir uns an den Equal Pay Day, 22% bekommen wir weniger zu arbeiten. Wir haben die Schwierigkeiten, nach der Erziehungszeit wieder in Vollzeit zu kommen. Wir haben auch Probleme in Bezug auf Mobilität. Also es ist nachgewiesen, auch das haben wir in der Enquetekommission immer wieder gehört, Frauen haben schlechtere Zugänge zur Öffentlichkeit, zur Teilhabe. Dann diesen Bereich reinzunehmen, das, meine liebe Frau Schwesig, finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen in der Frage Gleichstellungspolitik, denn auch
Frauenungleichstellung ist ein Querschnittsthema. Und das hätte ich mir von diesem Maßnahmeplan gewünscht, dass er insbesondere nochmal die Punkte, die wichtig sind, ich denke auch an Migration, sind alles Punkte, die man irgendwie vergeblich sucht. Und ich denke, Herr Schubert, ich habe den Maßnahmeplan sehr bewusst gelesen, sehr genau gelesen. Und das, was wirklich Nachholbedarf ist, oder wo welcher zu leisten ist, ist in den Bereichen Bewusstseinsbildung, Kampagnenfähigkeit, das hat ja sogar die schwarz-gelbe Regierung vorgemacht, dass es funktioniert, Schule und Inklusion. Das, worauf wir warten, sind nicht nur Handbücher für Menschen, die erblindet sind oder wie heute, dass wir hier punktuell Gebärdensprache haben im Landtag, sondern wir müssen gucken, wie wir die Menschen im ländlichen Bereich mit hineinbringen. Auch dieser Bereich fehlt stringent. Und wie wir hier die Integration und Inklusion, ich denke, das ist ein Prozess und darin sind wir uns auch alle einig und wir wissen auch, dass wir das nicht von heute auf morgen hinbekommen. Aber dieser Maßnahmeplan lässt eins vermissen, Verbindlichkeit und insofern auch Verbindlichkeit der Kontrolle, denn dann kann man sich immer wieder leicht rausreden, so wie wir das heute schon gehört haben. Machen wir alles, fragen Sie die Leute vor Ort und Herr Schubert, ich habe sehr genau zugehört, was vorgestern beim 20-jährigen Jubiläum der Selbsthilfe besprochen wurde, was kritisiert wurde. Und die Selbstbestimmung von Menschen, ob mit Behinderung oder ohne, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, für Menschen mit chronischer Krankheit oder psychischer Krankheit oder ohne. Das muss unser Ziel sein, dass wir diese Schere nicht mehr im Kopf haben. Und wenn wir das alle hinkriegen, dann ist, glaube ich, auch unsere Fraktion dazu bereit, hier nochmal einzelne Impulse zu geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus